Hallo, ich bin Olaf Neumann, bekannt auch als Doktari, der Erfinder der gleichnamigen Cartoon-Reihe, bekannt aus Social Media und der Buchreihe im Panini Verlag mit Bruno und Scully, den beiden verrückten Doggen. So, heute werden wir ausprobieren, wie zeichnet man einen Cartoon-Charakter. Ich würde vorschlagen, wir widmen uns heute einmal der lustigen Dogge Bruno, die in meinen Cartoons ihr Unwesen treibt. Alles, was ihr braucht, ist normales Kopiererpapier und, wenn möglich, drei verschiedene Fineliner. Ich habe jetzt mal hier verschiedene Stärken M, XS und F zur Verfügung. Ich werde euch zeigen, welche Möglichkeiten ihr hier habt und Schritt für Schritt zeigen, wie ich einen Bruno zeichnen würde. So, zunächst einmal nehmt ihr das erste Blatt Papier und nutzt es, um es unter eure Hand zu legen. Das ist gleichzeitig auch ein guter, hilfreicher Gefährte, dieses zweite Blatt Papier, weil man kann da auch mal ganz unproblematisch mal irgendwelche Dinge ausprobieren, irgendwelche Schraffuren oder mal ausprobieren, wie zum Beispiel der Ausdruck von Augen wirkt. Aber das seht ihr jetzt im Verlaufe, wenn ich anfange zu zeichnen. Also, wenn ich mein Bruno zeichne, ist der Mittelpunkt der ganzen Geschichte die dreieckige Nase. Ihr seht schon, dass ich die Linie nicht komplett schließe. Ich finde es nur ein bisschen schöner, wenn das ein bisschen alles ein bisschen lockerer aussieht. Die Nase hilft mir, eine Orientierung zu geben. Die ist jetzt also hier wirklich so im oberen Drittel des Papiers platziert. Und oberhalb der Nase kommen jetzt die Augen. Ich mache jetzt mal einen gelangweilten Gesichtsausdruck. Ich werde euch später noch zeigen, wie man andere Gesichtsausdrücke zeichnen kann, dass Bruno unterschiedlich gucken kann. Aber jetzt mal so der typische Standardblick. Die erste Linie, die parallel praktisch zu dieser dreieckigen Nase läuft, ist für mich immer so die Linie, die so ein bisschen beim Menschen und bei anderen Tieren so das Oberlid darstellt. So. Unterhalb des Oberlids mache ich dann so zwei halbkreisförmige Formen, das sind sozusagen die Pupillen. Und dann deute ich noch ein bisschen das Unterlid an. Das mache ich mit dem gleichen Stift. Ich bin immer noch mit dem M-Stift unterwegs, drücke aber etwas weniger auf. Ihr seht schon, der Strich wird ein bisschen dünner. Dann gibt es hier nochmal so ein bisschen Detail um die Augen. So, jetzt haben wir im Prinzip eine Nase. Mit Nase alleine kann Bruno natürlich ein wenig anfangen. Also der nächste Schritt bei mir ist dann meistens, dass ich das Maul ansetze. Ich fange dann hier so an. Das geht immer so ein bisschen in Wellen runter. Das liegt daran, Bruno ist ja eine deutsche Dogge und die haben so ziemliche Schlabberbacken. So, jetzt hier ein bisschen nach oben. So. So. So, jetzt sieht schon ein bisschen mehr nach Bruno aus. Jetzt machen wir einen geschlossenen Mund. Das bedeutet, ich mache hier noch so eine Unterlippe hin. Das sieht ein bisschen aus wie so ein bisschen wie so zwei Bögen. Man kann sich auch immer ein bisschen daran orientieren. Kennt man irgendwelche Formen wieder? Gibt es Grundformen, Kreise, Buchstaben, die man in einer Zeichnung wiedererkennt? Und hier jetzt Augen, ein bisschen eine kleine Falte zwischen die Augen, sorgt für ein bisschen mehr Ausdruck. Dann sehe ich zu, dass der Oberkopf jetzt langsam ins Spiel kommt. Bruno hat so ein bisschen so einen kleinen Höcker hier. Darf man nicht vergessen. So, was fehlt uns jetzt noch? Ich würde sagen, eine deutsche Dogge hat lange schlackernde Ohren. Die müssen natürlich auch heran. Ohren sind beim Hund natürlich auch sehr ausdrucksstark. Das bedeutet, man muss sich entscheiden, wie man das Ganze machen will. Ich mache jetzt mal so ein neutrales Ohr, was zu diesem leicht gelangweilten Gesichtsausdruck passt. Und hier auch nochmal auf der anderen Seite. Die Ohren müssen nicht hundertprozentig gleich groß sein, weil dadurch, dass die Ohren natürlich auch ein bisschen Spiel haben, ist eins ein bisschen weiter vorne, eins ein bisschen weiter hinten. Das wird ein bisschen kleiner aus. Manchmal bin ich auch ein bisschen mehr angehoben. So, dann gibt es hier noch so zwei parallele Linien. Und wir haben den Hals. Können auch noch ein Halsband hier ansetzen. Nicht, dass Bruno immer eins tragen würde, aber wir machen das jetzt mal, weil es eigentlich ganz hübsch aussieht. Ein paar Nieten auf dem Halsband drauf für den richtigen Doggen-Macho-Look. Ja. So, und dann deute ich im Prinzip die Schulterlinie an, weil
die ganze Dogge passt nichts auf, passt ja nicht aufs Papier hier. So, jetzt haben wir eigentlich schon die Grundform von Bruno sehr schön hinbekommen. Was jetzt noch fehlt, sind Details. Für die Details nutze ich einen dünneren Stift. Ich nehme jetzt hier mal den XS. Weil, was ich immer ganz gerne mache, sind Schraffuren. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass Schraffuren kann man immer mal schön ausprobieren hier. Man kann auch überlegen, passt die Strichstärke? Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn ich in der Nase Schraffuren machen will, ist das gut? Oder ist vielleicht der F-Stift schöner? Vor allem, wenn ich den so ein bisschen schneller ziehe. Ich glaube, ich finde den fast besser. Also mache ich mal ein paar Schraffuren hier in die Nase rein. Ich fange unten an, indem ich fast die Linie berühre und ziehe erstmal parallel gleich diese Schraffuren hoch. Und zwar so leicht gebogen, nicht ganz gerade, weil so eine Doggennase ist ja auch keine gerade Sache. Dann drehe ich so ein bisschen ein in die Rundung, dass ich das hier so anpassen kann. Das sah schon ganz lebendig aus. Und wenn ich jetzt hier nochmal so da kreuzend drüber gehe, die Nase, wenn ich mir den Bohnen jetzt insgesamt anschaue, schon viel lebendiger aus. Ich nehme jetzt nochmal, das habe ich ja gerade ausprobiert, diesen Stift dazu und überlege mal, ob man vielleicht so nochmal so kleine Linien da dran setzen kann und vielleicht noch mit so ein paar Punkten auslaufen kann. Das kann ganz hübsch sein. Also versuchen wir es mal. Also vorsichtig. Ja. Hier nochmal ein paar kürzere Sachen dran und höre dann mit so ein paar Punkte, die ich in der Linie setze, auf. So, dann hat die Nase eigentlich schon eine ganz schöne Struktur. Da kann man auch ein paar kleine Striche dazwischen machen, wenn man mag. Und das sieht ja schon ganz gut aus. So, dann finde ich es mal ganz schön, wir haben hier diese Backenpartie, dass die auch noch so ein bisschen lebendiger wird. Dann, ich habe hier so Bögen eingesetzt. So, diese Bögen sind ja im Prinzip so Verlängerungen von Falten. Kann man sich ja vorstellen, wenn ein Hund so ein bisschen knautschig aussieht und faltig aussieht, dann ist das ganz schön. Und da kann man, könnte man jetzt Linien machen, um das zu machen, aber das ist ein bisschen sehr statisch. Ich mache dann lieber so kleine parallele Striche mit dem XS-Stift nochmal. Wenn ihr keinen XS-Stift habt, dann nehmt einfach, ich kann auch mal zeigen, wie das auch funktionieren kann, selbst wenn ihr nur den M habt und ihr macht das ganz schnell, könnt ihr auch das ganz gut machen, wenn ihr das ein bisschen verkantet, ne, und dann ein bisschen schnell hochzieht, dann kriegt ihr auch nochmal eine ganz hübsche Struktur da rein. Einfach ist es natürlich, wenn ihr einen dünneren Stift habt und dann mache ich hier nochmal so ein bisschen auch so Schattierung hier rein. So. So, ganz hübsch. So. Das gleiche macht man jetzt nochmal hier unterhalb der Unterlippe, weil das ist der Hals, der Hals ist ein bisschen weiter zurück, deswegen macht es da Sinn, wenn wir nochmal auch hier noch ein bisschen eine Schraffur ansetzen, damit da sozusagen ein Schatten auftaucht. So, dann würde ich auch hier, die Lippe ist auch ein bisschen zurückgesetzt, machen wir auch ein bisschen dunkler. Kann auch mal so eine kleine Kreuzschraffur noch drunter setzen und vielleicht hier nochmal so ein bisschen Detail reinbringen. So. Das gleiche gilt hier nochmal für den Kopf, so ein bisschen ein paar kleine Details reinsetzen. So, im Ohr noch ein bisschen was. Weil unser Bruno soll ja lebendig aussehen und diese kleinen Strichelungen sind auch ganz schön. Doggen haben zwar ein kurzes Fell, aber sie haben Fell. Und insofern ahmt man auch so ein bisschen die Fellstruktur nach. Hier noch ein bisschen das Ganze betonen. So. Ich finde jetzt der Oberkopfbereich sieht da schon eigentlich ganz super aus. Jetzt würde ich hier noch mal ein bisschen im Halsband ein paar Details reinsetzen. Auch mal wieder so ein paar Parallellinien. Die können jetzt mal ein bisschen gerade sein, weil ein Halsband ist ja eine Geschichte, die jetzt deutlich gerader ist und insofern kann die auch ein paar parallele senkrechte Linien vertragen. So, sehr schön. Machen wir hier ein bisschen mehr mit gebogenen Punkten arbeiten und vielleicht noch hier Seite ein paar Striche ansetzen, die für Brunos
Fälle so ein bisschen stehen. So, das hat jetzt gar nicht lange gedauert und wir haben eigentlich einen richtig hübschen Bruno, der, wie ich finde, sehr neutral ein bisschen gelangweilt guckt. Jetzt können wir natürlich einen Bruno machen noch, der von der gleichen Position ausgehend zum Beispiel freudig guckt, dass er sich riesig freut, wenn man sich vorstellt, er kriegt jetzt ein Leckerchen zugeworfen oder freut sich auf sein Abendessen oder begrüßt sein Herrchen. Könnte Bruno sich insofern verändern, dass er die Ohrenhaltung würde verändern, die würde er so ein bisschen aufstellen. Er würde vielleicht freudig erregt den Mund aufmachen und die Augen weit aufreißen. Wie könnte so etwas also aussehen? Versuchen wir mal. Wir legen mal unsere Zeichnung hier beiseite. Können wir gleich nochmal einen Vergleich angucken. Und versuchen mal eine neue Zeichnung. Unser kleines Hilfsblatt können wir wieder einsetzen. Wir können uns vielleicht diesmal auf dem kleinen Hilfsblatt mal so eine kleine, ich nenne es immer so, Daumennagelskizze oder im Englischen Thumbnail, wo man eine kleine Vorzeichnung sich machen kann, wie das denn aussehen könnte, was man hinterher macht, aber ohne die ganzen Details. Also, wichtig wäre zum Beispiel, dass die Augen aufgerissen werden. So, das könnte so aussehen. Und die Nase, dann könnte ich mir vorstellen, dass also zum Beispiel der Mund dann weiter aufgeht. Und die Augen sind so weit aufgerissen, dass man von dem Kopf vielleicht gar nicht mehr so viel sieht von der Beule und wir stellen die Ohren mal auf. Das kann eine Drucke auch im Echtleben sehr schön. Ich kriege die zwar nicht ganz hoch, aber so könnte es aussehen. Also haben wir jetzt hier eine grobe Idee, wie wir unseren Bruno gestalten wollen, ohne dass wir zu sehr ins Detail gehen. Ich würde sagen, das könnte was werden, also mit den offenen Augen, offenem Mund, hochgestellte Ohren. Wir versuchen das einfach mal. So. Wie gerade in der Zeichnung fange ich auch wieder an mit der dicken Doggennase. So, Augen aufreißen. Ich dann so rund durch die Mitte gucken. Also, ich drücke es mal daneben. Ihr seht den Unterschied. So. Machen wir mal den Mund auf. Upp. Wird hier also mit so einem Halbbogen unten. Das wird jetzt die Unterlippe. Man muss sich auch mal vorstellen beim Cartoon, wie es beim echten Hund wäre, damit es auch alles schön lebendig aussieht. So, hier eine Linie drumherum. Wupp, wupp. Kleine Huckel. Jetzt die großen Schlabberohren. Ja, das sieht gleich mal schlechter aus, das Ohr, finde ich gut. Das andere Ohr. So, daneben. So, wenn man sowas macht, zeige ich euch gleich mal, wie man das noch ganz lebendig machen kann in der Bewegung. So, halten wir es mal kurz nebeneinander. Ja, wiedererkennbar an der dicken Doggennase. Das, was hier noch so hängt, ist jetzt alles so ein bisschen hochgezogen, freudig erregt. Der Mund ist aufgeklappt, den man hier nur so im Ansatz geschlossen sieht. Hals haben wir da. Der Hals muss noch ein bisschen länger gemacht werden. Setzen wir vorsichtig mal hier so an. Und dann das Halsband. Wupp. Man sieht schon beispielsweise das Halsband, die Linien sind jetzt nicht genauso wie da, das ist auch gar nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass es wiedererkennbar ist. Das bedeutet hier, die beiden Wülste bei dem Halsband, wo das so ein bisschen verdickt ist, die müssen da sein. Und als Wiedererkennung machen wir hier nochmal die vier Nieten drauf. Da ist es auch tatsächlich wichtig, dass es vier sind, weil drei könnte dann schon mal ein anderes Halsband sein. Ne? Oder zwei oder fünf oder das wäre schon mal ein bisschen anders. Weil es ist für den Betrachter immer extrem wichtig, dass so eine Comic- und Cartoon-Figur wiedererkennbar ist. Das bedeutet also, wenn ihr jemanden zeichnet, der Bekleidung trägt,
Das kennt ihr vielleicht, Mickey Mouse, Donald Duck, Lucky Luke, Asterix, Obelix. Die haben immer die gleichen Klamotten an. Ich habe keine Ahnung, ob der Kleiderschrank immer, was weiß ich, bei Lucky Luke, ob der 30 gelbe Hemden und 30 schwarze Westen hat und sich regelmäßig wechselt oder ob es ständig gewaschen wird. Keine Ahnung. Aber es dient einfach dazu, dass das Ganze wiedererkennbar wird. So, jetzt habe ich mit meinem M-Stift, den kann ich beiseite legen, jetzt mache ich mal mit dem F-Stift nochmal so ein paar innere Linien, die ein bisschen dünner sind. Zum Beispiel hier bei den Ohren. Das ist insofern immer ganz schön. Also auch jetzt hier, ich mache nochmal die Zunge hier rein. Weil für den Betrachter ist es immer einfacher, wenn innenliegende Linien ein bisschen dünner sind. Das hilft einfach, das Bild besser zu erkennen, zu durchdringen. Deswegen ist auch so die Geschichte, wenn wir wieder über Strafuren reden, ist es auch wichtig, dass das also auch dünnere Linien sind als diese Outlines hier. Das macht es einfach einfacher zu erkennen und alles ein bisschen hübscher. So. Dann haben wir einen XS-Stift. Machen wir noch so ein paar kleine Details wieder rein. Gerade auch. Das kann alles sehr lebendig sein. Das macht die Zeichnung einfach besser. So, hier. Im Mund, im Rachen, auch wichtig, Schraffuren zu setzen. Zunge war ich ein bisschen gepunktet, das Ganze. Ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund so leichte Schnarchgeräusche hört. Das ist also niemand, der da schläft, sondern das ist meine Dogge Scully, die gerade ein bisschen noch ihren Schönheitsschlaf hält. Unterstützt mich bei meiner Arbeit immer sehr. Hat auch den Vorteil, ich kann ab und zu mal nachgucken, wie so ein Doggentier denn aussieht. Aber sie ist schon eine ältere Doggendame und braucht ihren Schönheitsschlaf. Deswegen Schnarchgeräusche im Hintergrund. Weil ich zeige dann hier bei mir an meinem Schreibtisch und nicht irgendwo in einem Studio, wo alles schalldicht ist. Also wenn zwischendurch mal irgendetwas zu hören ist an Geräuschen, wundert euch nicht. Vogelzwitschern aus dem Garten oder schnarchende Dogge. So. Und hier noch am Halsband wieder die Schattierung reinsetzen. So, machen wir hier nochmal so ein paar senkrechte Linien rein. Hier auch nochmal ein paar Details hier noch von den Härchen. Damit unser Bruno auch hübsch aussieht. So, jetzt haben wir eigentlich ein gutes Beispiel für eine Cartoon-Figur mit zwei unterschiedlichen Gesichtsausdrücken. Ihr seht, diese kleinen Schraffuren machen das alles ganz lebendig und wir haben jetzt hier eine sehr statische, ruhig sitzende Dogge und hier ist aber ein bisschen Bewegung drin. Wenn es um Bewegung geht, gibt es da noch einen guten Trick und zwar nennt er sie Speedlines. Das bedeutet, man versucht bei Dingen, die sich bewegen, also hier zum Beispiel bei den Ohren, die gehen ja hier so nach oben, anzudeuten, dass die nach oben gehen. Weil ansonsten, wenn wir den Vergleichshund hier nicht hätten, ja, wüssten wir ja nicht, dass die Ohren nicht permanent so sind. Also Speedlines. Vielen Dank und schickt mir gerne eure Zeichnung zur Korrektur an doktari@doktari.de. Bis zum nächsten Mal.